Schön bist du. So schön. Komm. Reigen, das bekannteste und erfolgreichste Theaterstück Arthur Schnitzlers, belebte diesen Sommer die Theaterbühne des Stadttheaters in Gmunden. Der 1986 geborene Regisseur Franz Xaver Mayer und die ehemalige Burgtheaterdirektorin Karin Bergmann sorgten für einen fulminanten, eindrucksvollen und begeisternden Abend. Skandal gab es dieses Mal, wie bei der Uraufführung des Stücks, aber keinen. Ich schleich dich! Diesen Texten natürlich voraus. Das ist oft leider auch das, was von den Texten bleibt. Und man kann sagen, diese Skandale tun den Texten natürlich langfristig nicht besonders gut, weil es den natürlich nicht mehr gibt. Die Zeit ist anders. Die Worte klingen heute in einer ganz anderen Zeit. Und deswegen wird sich heute auch kein Skandal ergeben. Ich gehe davon aus. Wenn ja, wäre ich sehr gespannt, warum. Oh, ich hab's geahnt. Mach dir nichts draus. Angesagte Theaterskandale funktionieren nicht mehr. Seit Heldenplatz gibt es das nicht mehr, sage ich in der Heimat Thomas Bernhards. Aber polarisieren finde ich schön. Es müssen nicht alle sozusagen alles mögen. Aber ich bin sicher, dass man sich in Schauspieler verlieben wird. Ich bitte dich, rede jetzt nichts. Rede jetzt gar nichts. Das ist doch unglaublich. Nicht wahr? Die Aufführung des Reigens stand als Höhepunkt des Schnitzler-Festivals bei den Salzkammergut-Festwochen Gmunden am Programm. Wohnst weit? 10 Minuten zum Gehen. Ah, das ist mir zweit. Arthur Schnitzler hat viele einprägsame Werke geschaffen und wird nach wie vor hoch gelobt. Was zeichnet seine Kunst aus? Dass er brillante Rollen für Schauspielerinnen und Schauspieler geschrieben hat, dass es pointierte Dialoge sind und dass man das durch die Jahrhunderte spielen kann, wenn man es nämlich klug reflektiert, das werden wir heute Abend erleben. Arthur Schnitzler hat eine sprechbare Dialogsprache, die irgendwie singulär ist. Man spürt das beim Arbeiten. Es geht sehr schnell, dass sich diese Zeilen in die Körper der Schauspielerinnen ablegen und anfangen, Leben zu entwickeln. Und das macht sehr viel Spaß zum Spielen, aber auch zum Zuschauen. Corona hat der Wiederbelebung des Theaters in Gmunden fast einen Strich durch die Rechnung gemacht. Kurzfristig sind neue Schauspielerinnen eingesprungen. Wo sind deine Lippen? Willst nicht lieber Licht machen? Nein, sag, ob du mich lieb hast. Sehr, oh sehr. Was einem da für ein Duft entgegensteigt, wie süß. Sag mir zuerst, ob du mich wirklich lieb hast. Aber ich bete dich ja an, mein Schatz, mein Frühling, mein... Robert. Oh, Robert. Interessiert dich gar nicht, wie ich mit Zunamen heiße? Nein, eigentlich nicht. Der Aufführung hat dies keinen Abbruch getan.
Es war ein äußerst gelungener Theaterabend, der definitiv Lust auf mehr gemacht hat. Sowohl bei den Ausführenden als auch beim Publikum. Wenn ich das gewusst hätte...